Silent night, I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid? Send his arrow straight to my heart. I wanna fall in love this Christmas. Favorite things come and sets up too. So does love. Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood memories of Christmas past. Chestnuts on an open fire. Kindersicherheitstür. Hat gefrosen. Zum Glück muss ich keine Scheiben kratzen. Schnief, Schnupf. Ja, auch der schönste Urlaub geht irgendwann mal zu Ende. Wir haben jetzt schon 700 Kilometer auf der Uhr und wir werden mal schauen, wenn wir dann nach Berlin zurück sind, hier aus dem Bayerischen Wald, was wir so verbraucht haben. Und unterwegs gebe ich mal so ein paar Statements, wenn ich ein bisschen schneller fahre, was er so verbraucht. So, mal gucken. Klappt nicht immer mit der App, aber wenn, dann ist es echt toll. Ja, Scan läuft, Scan ist gut, 100%, sehr schön. Und wir gehen auf AC Vorheizen. Wir geben den Hochsicherheitspin ein. Juhu! Oh, in ein paar Minuten schon mollig warm hier drin. So, haben wir den Rest der Familie und dann kannst du endlich losgehen. Endlich wieder MG fahren. Ich fast vergessen, die Klappe zuzumachen. Für einen kleinen Stopp in Regensburg entschieden. Soll ganz schön sein hier und deswegen laden wir jetzt hier AC so ein bisschen noch mal zwischendurch günstiger und schneller. Erstaunlicherweise bin ich ein bisschen schneller gefahren, 145, 150 wie angedacht und der Verbrauch ist tatsächlich nicht über 23 Kilowattstunden pro 100 Kilometer hinausgegangen. Fand ich klasse. Also ich muss sagen, Regensburg ist eine echt schöne Stadt, wie ihr gerade gesehen habt. Wir haben jetzt eine kleine Planänderung. Wir werden jetzt mit 95% und 300 angegebenen Kilometer versuchen, 274 Kilometer bis nach Eisenberg zu fahren. Das heißt, wir überspringen jetzt im Grunde den ersten Ladestopp, den wir auf der Hintour hatten.
mal gucken. Wenn ich fahre mal vorher runter und laden woanders, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge. So, also wenn das Fahrzeug noch an ist, dann beginnt die Ladung nicht. Das Fahrzeug bricht ab. Deswegen gehen wir ganz kurz mal schnell durch, wenn ich das hier sehe. Nee, sehe ich nicht. Komm mal kurz rein. Tür zu. Jetzt geht's. Also, wir sind tatsächlich... Nein! Ladezustand niedrig. Ja, das wissen wir ja. Also, wir sind 276,5 Kilometer gefahren und von 95% jetzt auf 7% runter. 18,8 Kilowattstunden Verbrauch pro 100 Kilometer mit einem Durchschnitt von knapp 100 km/h. Ich bin immer 115 gefahren mit Tempomat. Anfangs waren es 120, 125. Da habe ich dann schon gemerkt, dass die 25 Kilometer Differenz zwischen sozusagen noch fahrbar und im Akku oder Strecke dann ziemlich stark oder ein bisschen schneller abgenommen hat. Nachher hat sich das irgendwie so zwischen 20 und 10 Kilometer gehalten. Je nachdem, wenn es ein bisschen bergauf ging, wurde es ein bisschen weniger, dann schrumpfte das. Ne? Und jetzt zum Schluss ging es irgendwie bis nach Eisenberg fast nur noch bergab. Da waren es dann tatsächlich wieder 25 Kilometer mehr. Also ich bin mehr als zufrieden. So, jetzt schalten wir die Kiste mal aus, damit wir es endlich wieder voll laden können. Das ist ja ein Ei. Naja gut, kann ja sein. So, 3201, da ist er. Wir prüfen ihre Torten. Ah ne, wir sind jetzt hier in Thüringen. Eine halbe Stunde bevor wir angekommen sind, habe ich auf Vorheizen gedrückt. Mal gucken, ob das was gebracht hat. So, genau, 7%. Na, das haben wir auch geglaubt. So, jetzt möchte ich hier mindestens eine, was möchte ich hier sehen? Mindestens eine, weiß nicht, 80. Na, komm. Ein bisschen kannst du noch. Juhu, 80. Oh. Zum Glück bin ich allein hier. Also bei 81 war jetzt erstmal Schluss, aber wir haben jetzt schon irgendwie nach 2 Minuten schon 11% drin. Ich gehe jetzt erstmal auf Klo. Muss mir eine Tasche springen oder was? 6 kW ist ja unglaublich. 6 kW? Nee, kann nicht sein. Nee, 6 kW kann nicht sein, oder? So, ein, zwei Leute haben gefragt, wie denn die Ladekurve aussieht vom MG5. Hier sehen wir sie. Hier oben war, glaube ich, das höchste waren irgendwie was dann von um die 80 gesehen und dann ging das halt so runter, hoch, runter. Ich vermute, der Knick hier ist das Auto, was hier neu neben uns angestöpselt hat. Habe ich schon öfter mal gelesen, dass dann die andere Säule so ein bisschen absackt, weil normalerweise würden wir jetzt hier eigentlich noch mit 13, 14 kW laden. Also bei 90% nur mit 6, das glaube ich, das kommt mir komisch vor. Ansonsten macht das jetzt auch Sinn, tatsächlich dann hier eine unter 59 im Durchschnitt, vermute ich mal, genau durchschnittlich 59 kW Ladeleistung, dass man dann halt hier irgendwie bei, weiß nicht, 80, 85, spätestens 90% abstöpselt. Ich habe geschaut, von 7% auf 80% waren es knapp 42 Minuten. Also dann kann man sich darauf einstellen, dass man halt eben nach 40 Minuten dann weiter dackelt. Ja, aber ihr seht, wird immer mehr, wird schon ganz schön völlig hier. Ne? Was ich auch ziemlich cool finde und euch letztens gar nicht gezeigt habt, aber ihr habt es wahrscheinlich selber gesehen, dass es Ladesäulen sind, die hier drüben quer stehen. Das heißt, ich kann jetzt also hier mit einem Anhänger ranfahren. Das finde ich sehr, sehr schlau gelöst. Ich bin ja mal mit Patrick mal eine Runde gefahren zum Pace Race und das war ziemlich anstrengend dabei, ja, fast jedem Ladestopp im Grunde irgendwie den Anhänger abzumachen. Insofern ist das eine ziemlich geile Sache, wie ich finde. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Also ich finde die 60 kW Durchschnitt oder irgendwie da die in der Peak 80 sind völlig ausreichend. Also ich sag mal, wenn ich eine Pause mache, dann mache ich nicht 7 oder 8 Minuten eine Pause, sondern dann stelle ich mir halt irgendwie 30, 40 Minuten an so einen Schnelllader und dann geht es halt eben weiter. Insofern für mich die Ladeleistung, die ja oftmals angepriesen wird als ein bisschen zu gering, überhaupt gar kein Problem. Ich lasse den MG jetzt hier noch ein bisschen dran nuckeln, bis die anderen beiden Mädels noch mit da sind. Und dann haben wir noch 230 Kilometer bis nach Hause. Und da werde ich jetzt mal versuchen, mit einer höheren Geschwindigkeit zu fahren. Also ich peile jetzt mal so um die 145, 150 an, um einfach da mal den Durchschnittsverbrauch rauszukriegen. Auf geht's!
Fazit für heute. Nee, mach doch mal heller, hier ist ja viel zu dunkel. Na siehst du, geht doch, viel besser so. Ist der MG5 ein langstreckentauglicher Familienkombi? Diese Frage stellte ich mir in diesem Video. Und es gibt so zwei, drei Sachen, die mir sehr gut gefallen. Es gibt ein, zwei wenige Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Ansonsten fangen wir mal bei den Zahlen kurz an. Wir sind jetzt in der ganzen Zeit 1426 Kilometer gefahren mit einem Durchschnitt von 82 Kilometern pro Stunde und haben einen durchschnittlichen Verbrauch von 20,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wir sind ca. 150 Kilometer Überland gefahren. Da hatten wir in etwa um die 16 bis 18 Kilowattstunden Verbrauch. Auf der Autobahn waren es immer so um die 20 bis 22. Erstaunlicherweise hat sich das manifestiert, was ich schon vermutet habe. Wenn ich jetzt 140, 145 fahre, erhöht sich das Ganze maximal irgendwie um eine Kilowattstunde. Also ich bin halt im Grunde eigentlich nicht über 23 gekommen. Das lag aber auch daran, dass es dann irgendwann anfing zu regnen und dann kam halt eben eine Baustelle und dann noch eine Ableitung. Und naja, also wie ihr kennt das ja, wie das immer so ist. Also ansonsten bin ich, glaube ich, mit dem Ioniq damals nicht so schnell gefahren. Also ich bin teilweise wirklich 150, 155 gefahren. Völlig ohne Probleme. Die Assistenzsysteme sind sehr, sehr gut. Was ich jetzt auf einer Rücktour ausgefunden habe, dass man halt eben diesen Spurhalteassistenten ausschalten kann. Das wäre in den Bergen ganz schlau gewesen. Hätte ich mich einfach mal mit beschäftigen müssen. Also mein Fehler. Weil wenn ich jetzt jemanden habe, der da lang wandert zum Beispiel, dann muss ich ja die Spur kurz verlassen, um den nicht umzuäumeln. Und da hat halt immer dieser Lenkassistent dann immer reingegriffen und wollte halt eben immer den Wanderer umfahren. Das fand ich nicht so lustig und insofern kann man das ausschalten, dann kann man halt, ist man halt so ein bisschen freier in der Straßenwahl. Auf der Autobahn sehr, sehr gut. Tempomat, Abstandshaltungsgeschichten, Spurhalteassistenten wirklich hat sehr, sehr gut funktioniert, selbst in den Baustellen, muss ich dazu sagen. Den Verbrauch finde ich absolut in Ordnung, voll bepackt. Autobahn mit der Geschwindigkeit finde ich völlig super. Wenn man so ein bisschen nachschaut, dass man halt eben AC ein bisschen günstiger lädt und sowas, ne, dann kann man vielleicht nochmal den einen oder anderen Euro sparen. Was ich total geil finde, halt immer oft an den Hotels, dass man halt eben wirklich kostenlos Strom bekommt. Ich stelle mir das mal mit dem Verbrenner vor, wenn dann jemand runterläuft und sagt, hier hast du nochmal 20 Liter Benzin. Also finde ich irgendwie cool. Das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, dass man halt irgendwie in meinen Augen irgendwie am Hotel kostenlos lädt. Da zahlt man ja auch eine Menge mit. Wir hatten immer so zwischen 0 und 8 Grad in etwa. Ich habe jetzt nicht wirklich einen Unterschied gemerkt zwischen den Minusgraden und den Plusgraden. Unbedingt. Das hing wahrscheinlich damit zusammen, dass wir größtenteils längere Strecken gefahren sind. Dadurch hat sich das dann einmal aufgeheizt und dann ging es halt eben weiter. Ansonsten war der längste Sprung tatsächlich nur Autobahn. Ihr habt es ja mitbekommen, 274 Kilometer, glaube ich. Das finde ich schon ziemlich hardcore. Hardcore auch, dass meine Family das durchgehalten hat. Wenn ihr euch mal die anderen Videos anschaut von dem Ioniq zum Beispiel, dann seht ihr, dass wir, selbst wenn wir nicht laden wollten oder mussten, irgendwie alle 130, 140 Kilometer eine Pause machen mussten. Gut, jetzt sind die Kinder schon ein bisschen älter. 275 finde ich völlig in Ordnung. Ich habe immer gesagt, wenn so ein Auto auf der Autobahn 250 Kilometer schafft, dann ist es meins. Insofern kann ich resümieren, dass diese Akkugrößen so zwischen 50 und 60 Kilowattstunden eigentlich so mein Optimum wären, so also vom Fahrprofil her. Und auch von der Ladezeit bin ich super zufrieden. 11 kW an AC und ihr habt gesehen, die knapp 80 an DC. In meinen Augen völlig ausreichend. Da war meine Meinung immer so, dass 100 irgendwie ganz gut wären. Ja, macht jetzt vielleicht noch ein paar Minuten weniger aus. Aber schlussendlich waren wir fast immer schon noch am Essen, als das Auto schon vollgeladen hatte. Eine einzige Kleinigkeit hätte ich jetzt gerne hier, was wir im Ioniq hatten. Ich bin immer sehr gerne gesegelt. Das heißt also ohne Rekuperation irgendwie einfach nur gerollt. Ich glaube, da kann man halt immer noch mal so ein paar Wattstunden irgendwie sparen und rausholen. Das geht hier leider nicht. Wir haben hier drei Stufen für die Rekuperation, die ich hier einklicken kann. Aber es gibt leider keine Position 0, also wo ich die Rekuperation komplett ausstellen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich aktuell das beste Auto für Familien, auch für Langstrecke. Auf dem Markt. Reichweite völlig in Ordnung, Ladegeschwindigkeit in Ordnung, Platzangebot ist wirklich super, Bequemlichkeit ist schön, okay, ja, die Sitze sind ein bisschen zu kurz, aber das hat mich jetzt nicht gestört. Ich hatte im Ioniq schneller Beinschmerzen, also irgendwie kommt es dann tatsächlich doch auf den Winkel an. Was ich ziemlich erstaunlich finde, war tatsächlich, dass ich auf der ganzen Strecke nicht einen MG4 oder MG5 gesehen habe. Ich habe gedacht, Mensch, ich komme irgendwo an die Ladesäule mal ran. Wir haben extra so eine großen Ladeparks rausgesucht und da steht vielleicht mal ein MG5, meinetwegen auch ein MG4, aber nichts da. Also strengt euch ein bisschen an, kauft die Autos, berichtet von euren Eigenschaften, ob ihr das auch so seht wie ich. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und dann bleibt ihr bis jetzt natürlich wunderbar gesund. Dieses Jahr wie auch nächstes Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.